Der Name Bayerisches Outdoor-Filmfestival ist passend, denn auch Laura Dahlmeier trifft sich mit den Gästen der Premiere draußen vor dem Kultkino Neues Rottmann. Für die einstige Weltklasse-Biathletin hat längst eine neue sportliche Karriere als Kletterin und Bergsteigerin begonnen. Zusammen mit den legendären Thomas und Alexander Huber hat sie den höchsten Berg der Alpen, den Mont Blanc, bestiegen. Zum ersten Mal präsentiert Laura Dahlmeier einen Bergsportfilm mit ihr als Protagonistin auf einem Filmfestival. Bis jetzt kenne ich das nur aus der anderen Rolle, aus der anderen Perspektive. Ich bin sonst eigentlich als Zuschauerin oft bei Festivals dabei oder im Kino. Und bin schon gespannt, vor allen Dingen, wie es dann bei den ganz nahen Bekannten ankommt. Und ich hoffe, dass die Menschen es toll finden. Das Bayerische Outdoor-Filmfestival, das BOFF, gibt es seit 2017. Andreas Prielmeier hat es einst mitgegründet und veranstaltet es bis heute. Nach den zwei Pandemiejahren kann er nun endlich wieder bei einer Premiere das neue Programm vorstellen. Das Wesentliche am BOFF versuchen wir zumindest, Filme zu zeigen, wo der Mensch im Vordergrund steht und nicht nur die Aktion alleine und eben dieser bayerische oder auch, sage ich mal, österreichische Bezug, weil wir eben versuchen, den Produktionsfirmen auch ein Portal zu bieten, das eben nicht nur wie in anderen Produktionen oder Festivals amerikanische, nur actionlastige Filme gezeigt werden, sondern die sollen eine Seele haben. Ebenfalls mit einem Film dabei ist Slackliner Lukas Irmler. Der mehrfache Weltrekordler hat in der Corona-Zeit die Berge seiner bayerischen Heimat wiederentdeckt und in seinem Film Highline Wendelstein ein Alpenabenteuer verewigt. Für uns war es ja auch so ein bisschen so ein Revival, weil der Wendelstein einfach schon immer eigentlich ein super Highline-Platz für uns ist. Und jetzt dort eben Deutschlands längste Highline zu machen, ist natürlich was ganz Besonderes. Und in der Pandemiezeit war das natürlich auch einfach eine wahnsinnige Motivation, da was vor der Haustür zu haben, was man halt machen kann. Und das hat mich da schon echt angetrieben und ein bisschen rausgeholt aus dem Loch, wo man ein bisschen drinsteckt ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Premiere des Bayerischen Outdoor-Filmfestivals ist der direkte Kontakt der Sportler mit dem Publikum. Eine spannende Begegnung für sie, die sonst oft allein oder in kleinen Teams unterwegs sind. Ich habe es eigentlich für mich gemacht und ich glaube, das ist die wichtigste und beste Motivation. Und so ist es jetzt im Endeffekt auch. Ich habe es einfach gemacht, weil mir die Aktion super getaugt hat. Es ist ein cooler Film entstanden. Wenn es jetzt die Menschen auch noch taugt, dann umso schöner. Und dann stehe ich gern für Fotos und Presse parat. Wenn sie sagen, Mensch, das war aber nichts, dann war es für mich aber trotzdem eine schöne Aktion. Und so wird es auch immer in meinem Herz bleiben. Ja, es ist schon mega genial, bei der BOFF jetzt hier dabei zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Reaktion von den Leuten auf den Film. Also ich meine, es ist immer was Besonderes, wenn man dann einen vollen Saal hat und einfach mal wirklich auch sieht, was die Leute dann davon halten, was man da so immer macht. Das Bayerische Outdoor-Filmfestival ist ab sofort auf Tour. Geplant sind 50 Stops. Und Bergsportler wie Lukas Irmler und Laura Dahlmeier arbeiten schon wieder an neuen Projekten, Abenteuern und Filmen.